Herzlich willkommen im Naturatelier Schatztruhe der Kobernauser Waldhexe. Heute möchte ich dich einladen, ganz herzlich zu mir nach Hause. Wir gehen kurz durch den Garten. Der Winter ist noch da. Und dann gehen wir rein zum Kamin und machen es uns gemütlich. Ja, und heute geht es um die achte Rauhnacht. Vom 31.12. zum 1.1. Die achte Rauhnacht steht ganz im Zeichen des Neubeginnes, des Glücks, des Entscheidungentreffens, der Geburt des Neuen und der Zukunftsvisionen. Und der August, das ist der Monat der achten Rauhnacht. Der August mit seiner Fülle. Und der August ist ja auch der Monat, in dem die Kräuterweihe gefeiert wird. Und wir verbringen noch viel Zeit draußen, im Garten und in der Natur. Und das Leben wird genossen und ausgekostet. Ja, und alles, was wir fühlen und träumen und empfinden in dieser achten Rauhnacht, das verwebt sich auch mit dem Monat August im neuen Jahr. Und nun nehmt Platz, genießt das Kaminfeuer und wir werden dann auch ein kleines Kerzenritual machen zur Wunscherfüllung. Ja, Räuchern ist auch eine gute Idee jetzt beim Abschied des alten Jahres und bei der Begrüßung des neuen Jahres, bei diesem Übergang und mit Beifußräuchern ist immer eine gute Idee. Ja, was rufen wir heute in die Welt hinaus? Viel Glück, denn was du rufst, das kommt. Und die Acht, die steht ja auch für die Unendlichkeit. Das neue Jahr, das liegt noch da wie eine Tabula rasa, wie ein verschneiter Weg, den noch niemand betreten hat, liegt das neue Jahr vor uns. Und wie Hermann Hesse so schön formulierte, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt, der uns hilft zu leben. Wohlan dein Herz, nimm Abschied und gesunde. Magie liegt in der Luft. Pläne und Vorsätze wollen in der Lebensschmiede, in der Herzensschmiede geschmiedet werden. Nicht alles wird gelingen, nicht alles werden wir durchhalten. Und ein Quäntchen Glück, das wäre fein. Wir gehen erste Schritte und beobachte mal ein Kind, wenn es seine ersten Schritte macht. Wie stolz ist es da? Und es wird hinfallen, ganz sicher, doch es steht wieder auf, es rappelt sich wieder auf und macht stolz die nächsten Schritte. Sei du auch stolz auf dich und geh deine ersten Schritte. Vielleicht wirst du ein wenig straucheln. Dann mach es wie das Kind. Steh auf und geh weiter. Und nun möchte ich noch ein kleines Kerzenritual zur Wunscherfüllung vorstellen. Wichtig ist, binde niemanden in deine Wünsche ein. Und schau dir vielleicht mein Video Wunschzauber Wortmagie an. Denn erstens musst du wirklich Klarheit finden, was du dir wünschst,
was genau zu dir passt und zu deinem Herzenslebensplan. Hier ist Ehrlichkeit, Selbstreflexion und Intuition gefragt. Wähle dir eine schöne Kerze und nimm dir ein Öl, welches gut zu deinem Wunsch passt. Die Farbe der Kerze, die wähle intuitiv zu deinem Wunsch und das Öl auch. Oder lese nach, welche Farbe und Öl zu deinem Wunsch passt. Zum Beispiel bei einem Wunsch zum Wohlstand ist eine grüne Farbe und vielleicht Basilikumöl gut. Aber lese dich einfach rein. Ja, und dann ritze mit einem spitzen Gegenstand deinen Wunsch in das Wachs und schreib deinen Namen und das Geburtsdatum dazu. Dann benetze die Finger mit Öl und reibe das Öl in der Mitte der Kerze nach oben und dann von der Mitte der Kerze nach unten. Denke dabei fest und in Liebe und mit Herz an deinen Wunsch. Dann entzündest du mit Streichhölzern die Kerze. Schau in die Flamme und visualisiere deinen Wunsch mit allen Gefühlen, die damit einhergehen. Sprich den Wunsch laut aus mit ganz viel Herz und Liebe und sag dann dreimal, so sei es und bedanke dich. Lass die Kerze in Liebe und in Dankbarkeit runterbrennen. Das ist eine schöne Wunschmagie und sie passt in diese Rauhnacht. Ganz, ganz wunderbar. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne 8. Rauhnacht. Viel Glück bei Neubeginnen und denk dran, auch Kinder stehen wieder auf, wenn sie hinfallen und gerade das Gehen lernen. Und du? Machst es genauso, mit vollem Herzen. Gehst du hinein ins neue Jahr, begehst neue Wege. Mit Herz und mit Verstand. Das Glück, das ist ein Vogel, sagen die Wienerinnen. Lach dir das Vogel herbei, mach die Tür weit auf, bring ihm Körner und gute Sachen, dann wird es zu dir kommen und auch bei dir bleiben. Locke dein Glück herbei und sei deines Glückes eigene Schmiedin. Und bürde niemanden die Verantwortung für dein Lebensglück auf, denn die Verantwortung, die trägst du selbst. Wenn dir das bewusst ist, dann ist schon viel geschafft. Und dann fliegt das Glücksvogel ganz sicher in deine Richtung. Und wie gesagt, die Klarheit deines Wunsches ist sehr, sehr wichtig. Und hier liegt auch wieder ganz viel Eigenverantwortung bei dir. Dir darüber im Herzen klar zu werden. Viel Glück! Viel Liebe viel Gelingen beim Schmieden deiner Pläne
und deiner Vorsätze. Und vielleicht möchtest du ja das kleine Kerzenritual machen. Es ist sehr magisch und sehr wirkungsvoll, denn du weißt ja, in der achten Rauhnacht liegt Magie in der Luft. In diesem Sinne, eine gesegnete achte Rauhnacht. Alles Liebe, deine Kobold Außerwaldhexe. Und morgen, da geht's dann um die neunte Rauhnacht. Alles Liebe, auf Wiederhören.